Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Uranium. Ja, nachdem wir nun im letzten Part Route 2 abgeschlossen haben, haben wir auch noch die Stadt etwas erkundigt und auch schon mit der ersten Arena angefangen. Und nun stehen wir vor der ersten Arena-Leiterin, wo wir auch schon im letzten Part erfahren haben, dass sie der ehemalige Champ mal gewesen ist. Aber sie hat sich nun zurückgezogen und führt nun diese Arena. Ich würde mal sagen, wir fordern sie heraus. Und ich bin mal mega gespannt auf das Arena-Theme. Besser gesagt, Gym-Theme. Hi again. So, I don't think we were ever properly intruded. What's your name? Marcel? I like it. Welcome to the No-Touch City Pokémon Gym. I'm Maria, Normal-Type Specialist, but you know that already. Of course, most folks know me as Maria Champion of Tundor. Those days of my life are over. Now, I supervise young trainers like you on their way to greatness. It's a long, difficult battle. All the way up to champion. Have you got what it takes? Your very first test in the Tundor League begins now! Kampf gegen Maria! Hey! Ich kenn diese Musik! Aus diesem kleinen Fake-Trailer Pokémon Past and Future. Oh cool, ich mag dieses Lied, Alter. Ja, und so weiter. Oh, der Track ist echt mega. Und das war's mit Oten. Feleng. Nein, Craze? Du fightest weiter. Das bringt dir nichts, meine Gute. Wait, und sehe ich richtig, sie hat drei Pokémon als erste Arena-Leiterin? Holy shit. Weil die meisten fangen ja, glaub, immer mit zwei an. Und ein Crit. Verlunch. Den packst du auch noch, Craze. Oh mein Gott. Level 12. You have a great future ahead. But what about now? Jetzt beginnt der Spaß erst richtig, meine Gute. Nein. Alter, das ist eine fiese Taktik. Komm schon. Mach, dass du wegkommst. Holy shit, Alter. Oh. Good job, Craze. There. That's the fighting spirit I wanted to see. You're deserving of this normal badge. Danke dir. Congrats. I gotta say the spirit you showed in battle. You remind me of when I was just starting out. Try and hold on to that determination. And I'm sure it'll take you far. Also, take this TM too. Danke dir. As you travel together with your Pokémon, the bond between you will grow stronger. The deeper your friendship, the more powerful the return is in battle. TM are infinite use, so feel free to teach it to as many Pokémon as you like. Nearly all of them can learn this one. It was fun battling you, Marcel. Good luck on your journey. Danke dir. Und damit haben wir unseren ersten Orden, liebe Freunde. Aber Moment.
Ich frage mich jetzt, wie geht's hier weiter? Oder können wir jetzt einfach hier auf die nächste Route, beziehungsweise zurück zur Route 2? Ah, okay, da passiert was. Oh, du bist es. Hä? I tough it run into you. Still feeling all high and mighty just cause you got the stronger starter. I beat you, try to beat the gym leader and she crushed you. What? You won? No way. I was supposed to beat her first. It isn't fair. Well, it doesn't matter, because when I beat you, it'll prove that I'm stronger than both you and the gym leader. Don't expect to win, just because your starters got the advantage. Da 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 da. Theo, dann komm mal her. Oh, seine Mucke ist auch nicht schlecht. Och man, der Arme, Alter. Ja, vor Crace muss man aufpassen, vor seiner Fähigkeit, mein Guter. Ja, da muss ich ja drin bleiben. Goodbye. No, not even my new Pokemon could help me win. Not fair, Marcel. Picking on me like that. You're a meanie. Well, whatever. The professor told me to give you this. Just take it, okay? Ah, Rock Smash. Endlich haben wir es, liebe Freunde. I'm gonna go challenge the gym. Next time we battle, I beat you. Don't think you'll get lucky. Huh? There's a letter attached to the helm. Dear Marcel, Tear was lingering around town after you left, and I realized I wanted to give this to both of you. It's a helm, or hidden machine, that contains a move which can be learned by Pokemon. Teach it to one of yours. And it'll be able to smash apart cracked rocks. Actually, I was wondering if you could come back to Mockitown after you get off first page. I want to see how your Pokemon have grown. Professor Bumbo. Better head back to Mockitown. Alright, dann sollen wir also zurück. Ja, da wäre ich aber eh wieder hin zurückgegangen. Danke, Craze. Ich gönne dir jetzt mal eine kleine Pause. Ali darf jetzt mal wieder ran. Ja, weißt du was? Dann mache ich das auch. Bam. Tschüss.
Ja, das Game wird nicht einfacher, ey. Und ich habe mein Team nicht geheilt. Mal kurz was schauen. Da. Nee, Craze würde ich das ungern beibringen. Ich hoffe, ich finde hier ein Pokémon, das ich kurz dafür, ja, verwenden kann. Wie wär's denn mit dir, mein Guter? Du wirst das doch bestimmt können, oder? Ali, sing ihn an. Es ist eh ein Weibchen, von daher, let's go. Oh, beautiful. Nee, das ist nur im Grunde dafür da. Oh, hoffentlich kannst du Rock Smash, ey. Shit, Alter! Craze will ich das auf keinen Fall beibringen. Weil ich glaube, man kann diese HMs auch nicht mehr wirklich verlernen dann. Oh, ich habe eine Idee, Freunde. Ich weiß, wo wir einen Sklaven herkriegen. Ja, kleiner Umweg, aber muss auch mal sein. Wir müssen zurück in die Höhle, liebe Freunde. Und uns dort was catchen. Na komm, Ali. Sing ihm ein kleines Schlaflied vor. Danke. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Den setzt du nicht ein. Den setzt du ein. Bam. So, jetzt sollte es aber funktionieren. Okay, das Ding ist zwar Boden, aber ich hoffe wenigstens, dass du diesen Move kannst, ey. Oh, danke dir. Bam. So, jetzt aber, liebe Freunde. Ja, entschuldigt bitte. Aber HM, Gott, wann hatten wir das zuletzt?
Bei den anderen beiden Games, da hatte man die so separat. Da musste man die nicht extra noch Pokémon beibringen und so. Konnte die speziell dann immer sofort einsetzen. Alter, der kommt auch schon mit Level 12 daher, ey. Was ist denn los mit euch? Alter, in jedem Fall werde ich wahrscheinlich dann auch noch auf der Route 3 vielleicht ein bisschen trainieren. Oh, du bist doch einer von den Ranger, oder? Ahoi, Trainer! Are you trying to go to Kevlar Town? Looks like the path was blocked by another landslide. We get plenty of dust around here. Worry not, I'm a Pokemon Ranger, sworn to protect the people and Pokemon of the region. My special capture styler emits a harmless wave of energy that draws wild Pokemon close. Now, watch! Trainer and learn. There, through the styler, I managed to convey my goodwill to this white Pokemon, forming a temporary bond between us. Now, if I ask them to help, they will assist me. Mankey, Beryl, can you help me clear out this roadblock? Oh, danke. Ja, aber gut, nicht schlimm, dass ich das doch einem meiner Pokémon beigebracht habe. Denn Route 3 ist ja auch blockiert, wie wir gesehen haben. This is how we Rangers work. In harmony with the environment. We borrow the innate powers of wild Pokémon to do good and set them free when we are done. We are different from trainers in that way. Be sure to respect nature. And remember, you can always call on a ranger when you're in trouble. Bedeutet das, die Ranger helfen mir auch so bei den Rocks und Eis und ich hätte diese Pokémon gar nicht mehr fangen müssen? Wird sich noch zeigen. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu unserem Heimatort. Aber zuvor noch ein kleiner Boxenstopp. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Stimmt, hier gab es ja, glaube ich, auch noch Trainer. Hoffentlich packen wir den. Oh, gut, dass ich Ali gezückt habe. Tu mir das nicht an, Junge.
Ach nein, nicht der Carpador-Trainer. Carpador, Carpador. Aber ich habe nicht gesehen, wie viel er hat. Hat er nur 2? Nee, er hat nur 1, okay. Und dieses seltsame Ding. Ach, was ist denn mit euch, ey? Oh, komm, und der steht noch, Alter. Goodbye. Oh, auf jeden Fall erlernst du das, ey. Und nimmst mal bitte den Flash raus. Moment, machen wir mal kurz diesen hier. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte switchen. Och nein, nicht das Biest schon wieder, ey. Ich brauche nicht noch eine Poison, okay? Bringen wir das Match einfach schnell zu Ende mit dem neuen Move. Birby gegen Birby, ja, ist ja klar, unseres gewinnt. Warum? Weil es fucking Ali ist, ey. Goodbye.
Ah, noch nicht genug, was? Oh Mist, okay, da muss ich switchen. Weil ich glaube, das Ding ist vielleicht... Ich glaube, Typ Stahl müsste das sein, so um den Dreh. Und da bringen Alis Flugattacken natürlich nicht wirklich was. Aber ein Burn hingegen schon. Noch ein Rare Candy. Mega. Mocky Town, wir sind da. Ah, Marcel, you made it. Good, good. Why don't you follow me back to the lab? We have a lot to discuss. First of all, I want to congratulate you on getting your first gym badge. I think it's a great idea to take the Tundo Gym Challenge. Who knows how many sights you'll see and new kinds of Pokémon you will meet along the way. If you plan to get all 8 badges, the next gym is in Burrow Town to the east. Now that you have Rock Smash, you'll be able to crush those boulders blocking the path. But that's not the only reason I brought you here. Tell me, how is your Pokédex coming along? It's important for my research on Pokémon elements that you try and find it as much as possible. So you have seen 16 Pokémon and caught 4 of them. I hope you keep collecting Pokémon and filling out your Pokédex. If you catch a certain number of Pokémon, I'm sure I can find some way to reward you as well. Here, this should certainly help you with that. Danke. The worst thing is when you see a new Pokémon and go to catch it. But release, you are out of Pokéballs. This should help with that. There are so many more Pokémon species in Tundo for you to discover. Best of luck on your adventure, Marcel. Alright, Freunde, und wie es dann hier auf der Route 3 weitergehen wird, das erfahren wir dann beim nächsten Mal von Pokémon Uranium. Bis dann, tschüss!